Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Retrograde Arena. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Retrograde Arena, dem Spiel, was ich als einziger beherrsche. Ja. Das wollen wir heute sehen. Seit dem letzten Mal habe ich die DLCs gekauft, da gab es zwei Modis noch dabei plus neue Maps und die spielen wir heute. Alle mal A drücken, dann können wir auch direkt reinstarten. Also die alten Modis habe ich alle rausgemacht und heute gibt es nur Deathmatch und Arms Race. Na komm, machen wir erst einmal Arms Race. Ja. Nein. Mann! Oh, wer zuerst 20 Punkte hat, oder wie? Warte mal, ich will einfach gucken. 10 Selbstzerstörungen? Nein, man muss andere umbringen. Okay. Du kriegst nur Punkte, wenn du andere umbringst. Nein, ich wollte den Plauder haben. Ja, dann hat es ja sogar Sinn, sich selbst umzubringen, statt dem anderen den Punkt zu gönnen. Jetzt verreck! Ich hab mich selbst umgebracht, aber das zählt zum Glück nicht. Ja, wenigstens kannst du diesmal keine Punkte anderen schenken, keine. Hey, muss ich nur mit dem Sniper wegpusten, hab ich aber selber zerlegt. Ich hab mal einen Punkt! Ich hol auf! Ich hab Zanni irgendwie umgebracht, ich hab's nicht mal gesehen. Ne? Also wisst ihr Leute, ihr müsst schon jemand anderen umbringen. Och Kai, gönn mir den. Ja, warum hast du den Kill jetzt bekommen? Du hast mich nicht getroffen. Wieso hast du den Kill gekriegt? Sperrfeuer. Oh. Da war ein Mirror im Weg. Ich hab dich gesniped. Komm, gib mir was Schönes. Blattkanone. Weg mit dir. Geil. Wo komme ich denn hier? Ich glaube, ich habe auch eine Platte bekommen. Oh, du hattest denselben Plan, okay. Ja. Ja. Das Hani hat bei mir gerade massiv übersteuert. Hodge War! Hier kommt mein heißer Krieg. Warum immer ich? Den anderen treffe ich von dir nicht. Dasselbe ist auch, wollte ich auch sagen. Ey. Was? Ich habe mich doch selber reingeschossen. Im Übrigen, das haben wir vorher gar nicht gesehen, Sunny. Das haben wir ich und Kai gesehen, während wir einfach uns gegenseitig abgestartet haben in der Lobby. Die Shotgun, die kann einmal abprallen. Oh. Nein. Aber die macht dann keine große Strecke. Mein Schild war zu lang. Ist egal, ob ich mich selbst umbringe. Hauptsache, ich mache einen Kill dabei. Nein. Weil ihr kriegt den Punkt ja nicht, wenn ich mich selber umbringe. Wo ging der denn hin? Tschüss, Kai! Das ist ich. Nein! Ja, versuch mal auf der Entfernung mit einer Sniper zu treffen bei dem Spiel. Tani, gönn mir doch wenigstens den Kill. Nein. Einfach aus Prinzip nicht. Ja! Nein, als ob er den bekommen hat. Übrigens, Fun Fact für die Zuschauer: Wir haben gerade über 2 Stunden, glaube ich, auf den Zanni gewartet. Ja, es tut mir leid. Reibt sie richtig tief rein. Diese Wunde muss man reindrücken. Es ist kein Flaming. Ich habe nur gesagt, dass er richtig lange uns hat warten lassen. Aber das ist irgendwo, die Zuschauer eh schon wissen. Nein! Okay, ich kann dich trotz Schildes schieben, aber du kannst halt während des. Oh, da war ein Schild. Ja! Du hast dich selbst gestoppt! Ich hab den Schild nicht gesehen! Ach, und da springt das hin und her. Ich hab den Schild halt null gesehen. Ja, Sunny, Schild gegen Schild, das wird irgendwie nichts. Das funktioniert nicht. So schön, dass so lustig das auch ist. Kommt das nur mir so vor oder gibt's auf der Map keinen Imploder? Zumindest hab ich ihn bisher nicht gesehen. Mann, Leute, ihr müsst mal aufholen. Ich habe 8 Punkte. Mach mal wieder alle fertig. In den Kommentaren haben sie sich sogar beschwert, dass ich immer alle fertig mache. Dann kann ich doch nichts dafür, wenn die sich alle selbst umbringen. Alter, ich hab nicht gesehen, wo ich bin.
Ja, tot! Nein! Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich habe versucht, dagegen zu halten. Die Flakkanone ist awesome. Warum schießt ihr beide auf mich? Was soll das? Hallo, Sonny! Weil ich den anderen aus der Position nicht treffen konnte. Dito! Ich kann den nicht durch die Wand durch. Nein! Doch, geh weg! Kai, das haben wir in der Lobby schon geklärt. Das klappt gegen mich nicht. Komm, ich brauch das! Nein! Doch! Weil immer deine Versuchung des Todes wichtiger als mein eigenes Leben. Und doch, da gibt's einen Imploder. Was? Oh nein, scheiße. Ich muss ihn umbringen. Nein! Mein Schild war wieder zu langsam. Kann sich halt nur gegen so manche Waffen wehren. Aber ich finde immer noch, dass das Spiel richtig geil ist. Ja, ich hab den Schild gegen die Shotgun benutzt und alle Schüsse haben ihn gleichzeitig getroffen. Ach du Scheiße, er hat Hotwar. Oh, Accelerator! Schild. Wem wird's treffen? Ich hab den Accelerator abgeschossen, Leute. Irgendwie hat der nicht viel gemacht. Ich hab wieder keine Munition. Ich hab wieder keine Munition. Ja, ich hatte eine Shotgun, was willst du aus der Entfernung dagegen machen? Gar nichts. Richtig. In der Drohne, Kai, los! Nein, ich will nicht. Doch, du willst. Das wissen wir beide. Dann muss ich abstauben. Lass mich doch in Ruhe. Nein, niemals. Nee. Oh, da ist ein Accelerator unterwegs. Ich glaube, den habe ich gerade verteilt. Tschüss! Ich hab dich gesniped aus nächster Nähe. Das Spiel beherrschen zwei Sunny. Mich hat der scheiß Eklometer von Kai getroffen. Kai, das Thema hat. Oh! Tschüss, Sunny! Fuck! Ich hab das Bounce-Ding getroffen. Warte! Niemals! Dann kannst du mal versuchen! Als ob ich darauf warte! Oh, scheiße! Nein. Eine kurze Erklärung, wie der Imploder funktioniert. Trifft er einen direkt, schleudert er einen weg. Trifft er eine Wand neben einen, zieht es einen an. Ich hab das in der Aufnahme studiert. Was ist da gerade passiert? Ich hab Hot Wheels aus nächster Nähe auf ihn abgefeuert. Ja! Der scheiß Mirror! Mirror ist die beste Waffe, change my mind. Mann, Kai! Hallo. Ich hatte gerade. Der ist halt perfekt ausgewichen. Ich habe mich mit dem Sniper gerettet. Mann, wo ist denn hier meine gute Waffe? Die Runde geht nur noch eine Minute. Ich habe so oder so gewonnen. Ja. Ganz ehrlich. Eigentlich sollte man für Selbsteliminierungen. Zumindest no, mehr. Oh, warte mal! Ach, ja! Ich dachte, weil der Spiegel so gekrümmt. Ach, kein Mirror! Nein! Wisst ihr, Leute, ich will mal kurz erklären, wie ich das gerade geplant hatte. Ich dachte, weil der so gekrümmt ist, dass wenn ich auf die Seite schieße, der nach oben fliegt und wollte so Sunny treffen. Dummerweise kam er aber genau in derselben Schussbahn zurück. Oh. Also, es bringt nichts, auf die Kante zu schießen, der kommt trotzdem in derselben Schussbahn zurück. Ich hatte das sogar berechnet. Ey, hör auf ihn zu retten. Er hat sich selber gerettet, das war nicht mein Verdienst. Tschüss. Das ist richtig. Wow. Ich hab gedacht, ich könnte ihn abfangen. Ja, gewonnen. Der Schlaf, der Scheinig. Jedes Mal. Ey, aber du bist nicht letzter, Kai. Nein, das ist unser Mod voller. Du warst Moving Target. Ich liebe dieses Spiel. Das macht so einen Spaß. Vor allem, Leute, ich könnte demnächst auch den Rikino dazu holen. Dann könnten wir das zu viert spielen. Obwohl, mittlerweile hat er sich ja wieder umgenannt. Jetzt heißt er Arcaya. Na dann, Leute, jetzt aber wirklich bitte eine Runde Abendsmatch, damit wir auch den neuen Modus sehen. Okay.
Fanny ist der Außenseiter. Ja, dann lass mich halt der Außenseiter sein. dafür mach ich mal alle fertig. Irgendwie müssen wir uns ja verteilen. So, was ist unser Ziel jetzt hier in dem Modus? Ach, wir haben... Nur die Shotgun? Ach, wir haben Leben hier. Oh, lol. Kacke. Ich denke mal, wir steigen so in den Waffen auf. Mit jedem Kill. Und wenn du die Waffe. Kann man die Waffe wechseln? Du musst Kills machen und wenn du einen Kill gemacht hast, dann steigst du halt in der Waffe aus und du musst halt jede Waffe einmal schaffen. Ah. Also besser wie Waffenspiel. Ja, so ungefähr wie Waffenspiel bei CSGO. Ich hab mich selbst umgebracht. Ich auch. Achso, da geht's ja von der Waffe runter? Nee. Nein. Nee, das habe ich ja gerade damit getestet. Aber man hat offenbar unendlich Munition dadurch. Das ist lustig. Ja, das ist gut. Ich hab dich erwischt. Du hast mich einmal getroffen und ich bin in den roten reingerannt. Oh, danke, Tani. Jetzt kann ich hier snipen. Hier, deine Belohnung dafür, dass du mir geholfen hast. Du hast mich nicht getroffen, Kacke. Spiel. Was war hier gerade? Ich hab mich selber gekillt. Ich hab dich jetzt umgebracht. So, Leute, Hot War. Oh, nö. Hey. Ach, das Ding ist auch rot. Nein! Ich hab dich erwischt. Gib mir den Kill. Was hab ich jetzt? Flakkanone. Leute, Imploder! Ah, natürlich, der letzte Kill muss ja auch schwer sein, ne? Ja, voll. Das war jetzt auch super schwer, mich so zu erwischen. Und das muss man dreimal schaffen, alle Waffen durchzuspielen. Also ihr habt noch Chancen. Also den Modus finde ich am interessantesten, ehrlich gesagt. Nein! Geh weg! Mir. Nö. Vor allem, wir müssen das halt mal wirklich auch mal zu viert spielen. Ja. Nein, jetzt aber nicht damit der Shotgun. Oh, danke, Sunny. Ich muss die Maschine gar nicht ertragen. Ich hasse die Maschine Gun. Maschine Gun ist die beschissenste Waffe im ganzen Spiel. Ja, er ist nicht doch gescheitert. Besser als dass ihr den Punkt bekommt. Ja. Ich wollte da nur weg. Nein, fast! Nein, Bunny! Self-eliminated. In die Wand mit dir! Der Sunny hat mich wieder nicht getroffen und den Punkt gekriegt. Was soll das immer? Ach, ich bring mich selber und Sunny kriegt einen Punkt. Wer hat. Oh, geil! Das war geil! Das zoome ich auf jeden Fall einmal rein. Ich habe auf Sunnys Barriere geschossen, der ist so abgebreitet, dass er Kai umgebracht hat. Was? Okay, das gucken wir nachher im Video mal an. Safe Eliminate. Geh weg! Verdammt! Hot War! Als ob ich dir den Kill gönne. Kannst du vergessen, Sunny. Safe Elimination, immer noch besser. Ja, ich hab ihn noch umgebracht. So, implode einfach auf die roten Kästen. Ja, toll! Der Imploder ist halt geil, du brauchst nur auf den Kasten schießen und wenn jemand daneben steht, dann wird er halt angezogen. Du spawnst halt direkt neben mir, wie soll ich denn da wegkommen? Ah! Ich habe zwei Seiten auseinander. Ich kann ihn einfach weg! Geh weg! Der gehört mir. Ich nehm Speed! Wieso war das kein Skill? Der hat mich nicht getroffen! Also die Machine Gun ist manchmal so merkwürdig. Also muss halt nur einmal hitten und Leute, das ist halt nicht schwer. Ich bin in Runde 2 jetzt. Ich stehe Runden. Oh, was? Ich bin in der dritten Runde, Leute. Ich gewinne dieses Rennen. Ich wollte Body Slam. Wie war das deine Shotgun? Warum ich hab dich da runtergehielt mit der Shotgun. Hallo, warum habe ich einen Punkt bekommen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur Runden gedreht. Nein! Ist so scheiße, ihn zu treffen! Ja! Das ist der einzige Vorteil, den du mit der Minigun hast. Du bist halt so schnell, dass du kaum zu treffen bist. Nein!
Verdammt! Oh, ich bin wenigstens jetzt näher dran. Danke! Nein! Ja, Longshot! Das nennt man Abstauben! Mann's Honey! Nö, ich bin weg! Was? Er hat die Flakkanone! Nein, der hat den Imploder! Lass dich nicht treffen! Gönn mir den Kill lieber! Arsch, au! Oh, wir haben alle den Imploder! Oh, das kann lustig werden! Oh Gott! Sonny, ich nehm dich mit! Oh. Nein! Warte, was? Ich hab ihn mit dem Imploder gekillt! Ich nehm dich mit! Jump! Ach, ein Body Slam zählt nicht! Body Slam zählt nicht, Leute! Meiner. Nein! Oh Mann, das war jetzt so close! Leute, in der Folge sind glaube ich nur zwei Runden, weil die halt einfach so lang gehen. Ich bin weg! Aber ihr müsst ja, euch merken, was, Leute! Was? Was? Ich meine Schlupfdorn! Komm! Ich hab keine Ahnung! Ich will nur, ja, ich muss, wollte nur sagen, Body Slam zählt nicht als Kill bei dem, bei der Runde offenbar. Ich habe nämlich gerade eben Body Slam Kill gemacht und es hat nicht gezählt. Macht Sinn, man braucht einen Waffenkill. Ja. Aber macht ja auch Sinn, wenn das Ding Arms War heißt. Den da hole ich mir. Warum? Self-Eliminate. Gell mir den Kill, ich bin doch bei der scheiß Shotgun! Ja! Wie werde ich gesniped? Selbst tja, aus der Nähe bin ich stärker! Jo, das ist richtig. Mhm. Nein! Oh, ich habe irgendwann Sunny mal getroffen. Hä? Was? Jetzt wird das ein Sniper-Battle hier. Ich wollte doch nur von der Wand weg. Nö, das ist ja selber um der Sack da. Aus Prinzip, einfach aus Taktik. Ich versuche schon dahin zu ziehen, wo ihr wahrscheinlich vielleicht hinfliegt durch eure Waffen, aber ich ziehe trotzdem daneben. Oh, hätte ich nicht nach oben geschossen, wäre ich gestorben. Danke. Hi! Den hab ich gebraucht. Nein, jetzt hab ich doch. Den, nee, wir müssen uns auf Sunny konzentrieren, der ist bei der letzten Waffe. Bleib weg vom Rand. Steht da gerade beide so schön. Verdammt! Sunny, es ist viel schlauer, einfach die Wände bei einem zu treffen. Mach ich doch. Weil die, das zieht ohne, die an. Ohne. Geh weg von mir. Nein. Okay, wieder alle bei der letzten Waffe. Verdammt! Ja! Nein. Ja! Oh Leute, das wird die längste Folge, die hier hat zu dem Spiel. Eine Regel für die Aufnahmen. Arms War, wenn nur ein einziges Mal für die Folgen. Weil die gehen wirklich am längsten. Aber die sind auch am geilsten, ehrlich gesagt. Ja, Arms War macht richtig Spaß. Was? Das Spiel an sich macht Fun dafür, dass es eigentlich kostenlos ist. Ja. Bye. Hallo. Weißt du, wenn ein Spiel kostenlos ist, erwartest du nicht so einen genialen Spielspaß. Ja, vor allem zu dritt oder vielleicht sogar zu viert, wenn es dann soweit ist. Das ist schon richtig Spaß. Ach, da war so ein kackroter Würfel hinter mir, den hab ich zu spät gesehen. Verdammt! Ja! Wann war das Honey? Das war mein Kill. Ich hab auf dich geschossen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Hier geblieben, Kai! Ja! Tschüss! Aua! Ich wurde gesniped. Danke, Kai, du hast mich gerettet! Dafür töte ich dich! Nein, tust du nicht! Nein, schade! Nein! Oh, ich hab mich da schon gemacht! Und war! Auch eine richtig geile Waffe! Schiefen unlocked, Beowulf. Ich
Ich weiß nicht, was das Achievement bringt. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte es nicht mehr lesen. Danke. Toll. Ja, geil. Er hat den fucking Imploder. Ich glaube, die Runde ist jetzt vorbei. Egal, macht selber über den. Ich habe keine. Ich bring dich lieber selber, um jetzt das in die Kiste kommt. Nein, nicht nein. Nö. Geh weg da. Stimmt doch. Ey. Ja. Was war das gerade? Oh, hallo, Sunny. Ja, bleib weg. Nein. Und immer dieser VTuber-Fokus. Lieber eher als ja, du. Ja! Ja! Nein! Nein! Ja! Nein! Du kriegst ja den doppelten. Double kill. Ey, dieses Spiel löst Gefühle aus. Dieses Spiel macht emotional, aber im negativen Sinne. Oh. Danke. Nein! Ich hatte ihn auch. Ich hab das Achievement Hitman bekommen. Oh, das war nice. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge zu Retrograde Arena. Die nächste Folge wird wieder mit allen Modusen sein. Auf jeden Fall, das waren richtig geile Modis. Gerne wieder. Arms Race ab sofort nur noch eine pro Folge. Und vielleicht spielen wir das Spiel auch irgendwann mal zu viert. Aber wir nehmen jetzt noch eine Runde auf.